Nächster Boss. Na, das ist der Spinnen, Insektenvieh, na, der Buru. Im Endeffekt ist er gar nicht so schwer. Ja, der wird immer jemanden angreifen, immer dahin laufen. Und man muss diese Eier kaputt machen. Und die Person, auf die er raufläuft, ja, da muss man das Ei zerstören, während er beim Ei ist. Der muss ihn immer so rüberziehen, werdet ihr dann sehen. Und dann kriegt er irgendwie mehr Damage mit diesen Eiern und am Ende geht nochmal Enrage, muss man wegbürsten. Und das war's im Endeffekt. Und man darf hier nicht bubbeln und nicht blocken. Weil wenn er bubbelt oder blockt, dann switcht das Target. Und es kann sein, dass wenn ihr bubbelt, dass er dann auf dem Mini-Target switcht und es one-shottet. Ja, darum ein bisschen gefährlich. Und außerdem, wenn man vor ihm wegrennt, ja, hat er gerade hier gezeigt, kann man außerdem manchmal ins Wasser gehen und schwimmt man. Und wenn man schwimmt, kommt man nicht von ihm weg. Also muss man wirklich aufpassen, welchen Weg man läuft. Aber das ist eigentlich. Ich werde mal hier die Tanks durchmachen. Der gute Buru, der Verschlinger. So, einmal noch hier den Hochhielen von den Leuten. Und die Eier dürfen natürlich nicht sterben. Nicht sterben, bevor wir nicht den Down bei der Urne haben. Er geht auf Storminador. Ja, ihr seht, die hauen das Eck kaputt. Und er rennt jetzt zu dem. Targieren. Und er muss jetzt aufpassen, dass er genau in dem Eck steht, wenn er angegriffen wird. Ich werde dem mal ein Siegel geben, dem Guten. Damit die sich alle hochheben können. Jetzt muss das Ei zerstört werden. Ei ist zerstört, jetzt wird er hier kurz mal gedingst, seht ihr? Dann kommt dann Vieh raus und dann muss er weggeblastet werden. Jetzt ist er auf dem Hunter hier. Jetzt geht er auf das Ei, der Hunter zieht den da rüber, zack. Ei wird kaputt gemacht, ich werfe nochmal drauf. Auch down, wunderbar. Da kommt das Ed raus. Jetzt geht er auf den. Vargrus ist ein Mage, jetzt wird das Ei kaputt gemacht. Wir warten kurz. Jetzt kann das Ei kaputt hauen. Ich gehe wieder hoch und Michel, danke, danke für deinen Prime-Sub. Im zweiten Monat schon. Und danke, dass ich den Prime wieder haben darf. Willkommen zurück. Jetzt geht er auf Zubewar. Jetzt gehen sie aufs Mondei. Hier nochmal die Leute hier mit hoch. Dann der hier nochmal. Der hier nochmal. Und jetzt wird er nochmal weggehauen. Und wie gesagt, am Ende explodiert halt sein Rücken. Ja, jetzt wird der Rogue weglaufen. Der muss jetzt zu dem hin. Zubewar kriegt nochmal einen Holy Shock. Und nach dem Ei sollte er eigentlich, glaube ich, gleich droppen. Genau, jetzt platzt er und jetzt geht er nochmal richtig ab. Ja. Und jetzt wird er nochmal richtig weggeblastet. Mit dem hier. Mit 2 Damage. Geht nochmal ein Stück weg. Und er ist auch down. Wunderbar. Nochmal alles schön hochgehen, bei dem immer noch ein Ding drauf. Da ist noch ein Ed gespawnt. Und das war Buru der Verschlinger.